Das erste Video zu dieser kleinen Serie ist super angekommen bei euch und deswegen gibt es heute direkt das zweite Video zu unseren FIFA 23 News. Auch heute wieder ganz verschiedene Dinge, wirklich einige sau interessante Sachen. Also dranbleiben, Daumen nach oben geben und viel Spaß mit diesem Video. Okay, wir labern gar nicht lange rum, wir gehen direkt rein in die erste News und zwar wird es keine Positionswechselkarten mehr geben. Es wird so sein, dass jeder Spieler eine Hauptposition hat und einige Spieler, die meisten Spieler, werden auch eine Secondary Position haben, also eine Zweitposition sozusagen. Hier auf dem Bild kann man es ganz gut erkennen, zum Beispiel Cancelo kann halt Rechtsverteidiger, aber auch Linksverteidiger spielen und das kann man dann einfach ganz normal einstellen. Das heißt, das ist mega geil fürs Teambuilding, weil du den halt einfach links oder rechts spielen kannst. Das geht aber nicht nur mit links-rechts, es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Spieler links-Mittelfeld spielen kann und dann auch ZOM. Das ist eben ein Leak, der jetzt rausgekommen ist. Ich finde das wirklich super geil. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Schauen wir weiter mit ein paar kleineren Punkten und zwar wird Yaya Touré als Icon kommen, beziehungsweise als Hero-Karte, dann Basti Tuta wird kommen und David Villa angeblich. Das ist aber noch nicht zu 100% bestätigt von EA, sondern das sind halt eben Leaks aktuell. Des Weiteren, und das habe ich eben letztens im Video schon erklärt, wird es keine normale Chemistry mehr geben, so wie wir sie kennen. Also es wird nicht mehr so sein, dass die Chemistry Links genauso sind wie jetzt. Es wird schon noch ein System geben, nach denen die Teams halt bewertet werden, nach gut oder schlecht. Aber das wird so ein 3-Sterne-Rating werden. Wie das aussehen könnte, schauen wir uns gleich noch an. Und ja, eben auch, was ich letztens schon drinnen hatte, aber man kann es wirklich nochmal wiederholen. Promo-Cards sind in den For Champions Rewards drinnen. Das heißt, wenn zum Beispiel Shapeshifter-Event gerade ist, dann kannst du Shapeshifter-Karten als rote Player-Picks ziehen. Also sprechen wir kurz über dieses 3-Sterne-Chemistry-System und es wird da eben so sein, dass man irgendwie diese 3 Sterne erreichen kann. Wie das ganz genau funktioniert, das steht aktuell noch nicht fest. Es gibt viele Vermutungen, dass eben jeder Stern für eine bestimmte Sache steht. Also zum Beispiel der eine Stern steht für die Liga, der nächste für den Manager und dann vielleicht noch irgendwas ganz Ausgefalleneres. Tatsache ist auf jeden Fall, sie werden etwas ändern und laut Leaks wird es auch so sein, dass Nationen direkt grün miteinander verbunden werden. Das heißt, wenn jetzt Brasilien und Brasilien, also ich habe 2 brasilianische Spieler, okay, beide in komplett einer anderen Liga und beide, ja, einfach nur Brasilianer. Das ist dasselbe, was eben gleich ist. Das wäre ja in FIFA 22 ein gelber Link gewesen. In FIFA 23 soll das angeblich dann wirklich direkt ein grüner Link werden. Genau dasselbe soll bei der Liga sein. Das heißt, wenn ein Spieler in derselben Liga spielt mit einem anderen, haben die angeblich auch direkt einen grünen Link. Weiter geht's mit vielen neuen Nationen in FIFA 23. Es ist ja so, dass eben der World Cup Modus auch drinnen sein wird. Den wird man gratis spielen können und deswegen sind sehr viele neue Nationen mit dabei. Ecuador, Senegal, Kamerun, Ghana, Iran, Tunesien, Katar, Costa Rica, Japan, Marokko, Kroatien, Serbien, Saudi-Arabien, Schweiz, Uruguay und Südkorea. Diese Nationen sind alle vollständig in FIFA 23 enthalten und man kann sie alle zocken. Übrigens, Freunde, ihr werdet im Juli schon FIFA 23 vorbestellen können und da gibt es wieder einen Trick, wie man extrem viel Prozente sparen kann. 20 bis 30% könnt ihr sparen mit dem Trick, den ich euch dann eben zeigen werde. Das ist wirklich eine mega, mega einfache Sache und ihr müsst es unbedingt machen, falls ihr euch sowieso die Ultimate Edition nehmt, weil 20 bis 30% sparen, das kann sich auf jeden Fall extrem lohnen. Also einfach Kanal abonnieren beziehungsweise einfach dann vorbeischauen, wenn das Video kommt. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall nur mal gesagt haben, dass ich euch da eben zeigen werde, wie ihr richtig viel Geld sparen könnt, wenn ihr euch FIFA 23 holt. Und natürlich wird am Anfang von FIFA 23 wieder das Once-to-Watch-Event starten und es gibt jetzt schon sehr, sehr kranke Transfers, unter anderem eben Pogba, dann Haaland, Mané. Also es gibt schon wirklich super geile Sommertransfers, wo das Event natürlich dann dadurch eben besser wird, das ist eh klar. Wollt ihr übrigens so Videos haben, das wollte ich euch schon länger mal fragen, wo ich so zum Beispiel Transfers zeige oder wo ich schaue, wie sich Leute verbessern könnten, also irgendwie so Upgrade-Downgrade-Videos zu FIFA 23, allgemein einfach so ein bisschen andere Videos. Wenn ihr sowas sehen wollt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare rein, würde mich sehr interessieren. Once to Watch Event wird aber auf jeden Fall in FIFA 23 auch wieder sehr, sehr fein werden. Wer wird eigentlich der beste Spieler in FIFA 23 werden? In meinen Augen können
könnte es Benzema oder Mbappé werden. Wahrscheinlich Mbappé, weil der halt die beste Connection halt zu EA hat. Schreibt auch das mal in die Kommentare. Wer denkt ihr, wird der allerbeste Spieler in FIFA 23 werden? Und vor allem, welches Rating bekommen Ronaldo und Lionel Messi? Jetzt noch ein ganz kurzer Ausschweifer zur Spielerkarriere in FIFA 23. Es wird so sein, dass man den Spielern eigene Tattoos geben kann. Es wird Social Media geben und. Also es wird sich wieder einiges tun, vor allem bei der Spielerkarriere. Und es gibt eben auch einen Stadion. Bilder. Also man kann sein eigenes Stadion bauen. Online-Karrieremodus wird es, by the way, nicht geben, sondern wahrscheinlich erst zu FIFA 24, beziehungsweise das heißt ja dann eben EA Sports FC, das neue Spiel. Und dann wollte ich euch das hier noch zeigen, das ist relativ interessant, deswegen dachte ich mir, komm, ich pack's einfach mal rein. Und zwar 5 Spieler, die in FIFA 23 nicht mehr dabei sein werden. Aguero natürlich wegen seinen Herzproblemen. Dann haben wir James Rodriguez, da habe ich mir so gedacht, hä, what? Den habe ich voll vergessen. Den gibt's ja auch noch. Der Mann ist einfach ja nach Katar gewechselt damals von Everton und wird jetzt angeblich nach Brasilien wechseln, und wenn er eben in Brasilien spielt, dann wird er nicht in FIFA sein, weil die brasilianische Liga nie in FIFA ist. Dann Schmelzer natürlich ist nicht mehr dabei. Hinteregger, der seine Karriere beendet, extrem überraschend. Der will einfach nur noch zum Spaß Fußball spielen. Extrem interessante Entscheidung. Das hat, glaube ich, fast noch nie ein Profifußballer gemacht, dass er so gut war und dann trotzdem einfach aufgehört hat. Aber ja, die Entscheidung ging eben bei ihm extrem in Richtung Familie, was auch wirklich sehr, sehr beachtlich ist, und TV dann eben auch noch. Aber das fand ich echt interessant, weil Hinteregger zum Beispiel, das ist schon krass eigentlich. Der war richtig gut, hat immer Informs gesammelt und hat einfach allgemein halt gut performt in Real Life und hört plötzlich auf und ist dementsprechend auch nicht in FIFA 23 vertreten. Und ich glaube, mit dem Bild können wir die Episode heute beenden. Davis und Mané. Wow, was wird das für ein geiler Link werden. Das wird richtig Spaß machen, und damit war es das mit diesem heutigen Video. Vielen, vielen Dank, dass du da draußen das Video bisher geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben gerne geben. Und übrigens auch noch wegen dem Trading Discord, weil mich das auch schon viele fragen. Ja, es sollte zu FIFA 23 wieder den Trading Discord geben von mir. Da werde ich euch aber auch noch in näherer Zukunft weitere Informationen mitgeben. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.